Ja, Freunde, willkommen zurück. 17 Uhr, Samstag. Wunderbares Wetter. Ihr nehmt auch das Handy einfach mal mit raus und guckt das Video draußen. Also, bei dem Wetter, würde ich sagen, ist mal draußen gucken angesagt. Mit eurem Smartphone könnt ihr das ja machen. Und ja, heute mal eine Folge von Clash of Clans, mein Clan. Habe ich schon diverse Male gemacht, allerdings auch schon etwas länger nicht mehr. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, wir nehmen jetzt einfach mal Leute, die schon sehr lange in meinem Clan drin sind. Vielleicht ist das ja mal für euch ein Anreiz, mal euch hier zu bewerben und dann mal aktiv zu sein. Also Ghostbuster, jemand, der schon etwas länger bei uns im Clan ist. Und wir gucken einfach mal. Ich hoffe mal, ich kriege so in den nächsten 10 Minuten kriege ich mal ein paar Leute durch. Hier haben wir auf jeden Fall Ghostbuster mit einem Rathaus Level 8. Sieht schon sehr gut aus. Ist gerade dabei, alles auf Maximum zu bringen. Lol, der König schon auf Level 10. Das ist natürlich sehr gut. Ansonsten die ersten Mauerstücke haben wir schon auf Level 8 gebracht. Finde ich auch wunderbar. Das Rathaus ist hier noch geschützt, aber wobei, gut, die Luftbomben würde ich da wegbauen. Das bringt eigentlich jetzt nicht ganz so viel. Ah, die Base hatte ich auch mal, glaube ich, so ungefähr, ein bisschen abgewandelt vielleicht. Die sind wunderbar geschützt. Ja, die Magiertürme auf jeden Fall auch schon ganz gut platziert. Allerdings, ja, du könntest vielleicht noch das Lager hier umbauen und mit der Luftabwehr tauschen. Aber ansonsten wirklich schon eine sehr schöne Base, die du hier hast. Jetzt kann ich eigentlich sehen, was die Leute ausbilden. Aber wir sehen es natürlich auch so schon. Er bildet Bogenschützen aus und Barbaren in seinen Armeelagern. Wunderbar. Ja, ansonsten, oh, die Tesla schon auf Level 6. Das ist natürlich auch wunderbar. Die beiden hier gradet er gerade ab. Genauso wie seinen Bogenturm. Den macht er auf Level 9. Fehlt also nur noch ein Level bis Maximum. Kanonen noch etwas low mit Level 8. Aber das kommt wahrscheinlich noch. Die baut er auch aus. Warte mal. 1, 2, 3, 4. 5 Bauhütten, Alter, also echt 5 Bauhütten? 1, warte, 1, 2, 3, hä, wo sind die anderen denn? Bin ich blind? Ich sehe keine Bauhütten. Bin ich blind? 1, 2, 3, 4, ich bin glaube ich echt blind, aber ich habe doch gerade 5 Stück gezählt. Turm ist Nummer 1. Tesla ist Nummer 2. Das ist Nummer 3. Ach, doch nur 4. Mann, ich bin auch echt, ich kann nicht mal zählen. Na gut, das war auf jeden Fall er und wir gehen mal weiter. Nämlich S04-Fan, auch jemand, der schon sehr lange bei uns im Clan drin ist. Und wie ich finde, auch eine sehr schöne Rathaus-Level-7-Base hat. Grade ist ja gerade ab. Schon ganz gut gemacht auf jeden Fall hier. Er deckt das ab. Er deckt die beiden noch ab. Die sind schön im Dreieck angeordnet, die Minenwerfer. Hier hat er den Barbarenkönig. In der Mitte die Clanburg, die schützt soweit alles. Er greift an mit, was sind es, Goblins und Goblins, alles meine Taktik, so ziemlich. Riesen, Mauerbrecher, Bogenschützen und Goblins. Ja, die Bauhütten stehen außen. Und was gradet er denn gerade ab? Sein Elixierlager, okay. Wo ist denn der Rest? Ich sehe es gerade gar nicht. Ja gut, natürlich das Rathaus und da fehlt noch eins. Wo ist es denn? Oh, da schläft die eine Bauhütte. Ah, die schläft. Okay, die ist inaktiv. Also zwei Sachen gradet er gerade ab. Ja, auf jeden Fall mal ein Beispiel für eine schöne Rathaus-Level 7 Base. Na gut, die Mauern könntest du vielleicht noch hoch machen, wenn du da die Zeit so findest, aber ansonsten schon ganz ordentlich. Okay. Gucken wir mal den nächsten an. Ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller durchzugehen. Mika Pong Game Master ist auch schon etwas länger drin, wenn ich mich erinnere. Warst du auch schon etwas länger drin? Ja, vielleicht ein bisschen zu früh hochgegangen, sieht man hier natürlich mit Level 79 und schon Rathaus Level 9 ist vielleicht etwas zu früh. Aber okay, wir gucken uns die Base natürlich trotzdem mal an. Die Mauer natürlich auch noch etwas low, das weißt du wahrscheinlich auch selber. Allerdings hat er dafür schon die X-Bögen. Meine sind ja gerade im Bau. Er greift mit Hox an, mit Magiern an, mit Bogenschützen an und mit Barbaren an. Hier schon die ersten Mauern auf Level 7, der Rest ist noch auf Level 6, muss natürlich noch hoch. Ansonsten, ja, Clanburg hier vorne, könntest du vielleicht noch überlegen, die vielleicht noch ein bisschen mittiger zu machen. Weil du hier noch ein bisschen Platz außen verschenkst, genauso wie mit dem Barbarenkönig, vielleicht noch auf die andere Seite rüberpacken. Da, wo jetzt die Zauberspruchfabrik steht oder so, müsste man mal überlegen. Ja, ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns deine Base dann nochmal später an, wenn du noch ein bisschen mehr hast. Und ja. Die Minen, was hat er mit den Minen? Level 11 hat er die Minen, Level 11 hat er die Somle, das ist auch schon mal ganz gut. Aber gut, Bogenschützenkönigin fehlt natürlich auch noch, die muss ich auch noch machen. Aber okay, so weit, so gut.
Und die Truppen müssen natürlich auch noch machen, ne? Die Truppen sind bei dir auch noch auf Level 5, wie bei mir auch. Aber okay. Next one, please. Next one ist. Wen nehmen wir denn da mal? Jemand, der schon etwas länger drin ist. Na, okay, guter alte Kollege Fischi hat mich ja schon öfters mal gefragt, ob ich mir mal seine Base angucke in einem Video. Ich habe mir sie gestern mal offscreen angeguckt, also offline, beziehungsweise nicht in der Aufnahme, so rum. Rathaus Level 8, ja, er wird sie natürlich auch auf Maximum bringen, hat er schon angekündigt im Chat. In der Mitte, die ist eigentlich so wie die eben, ne, vom Design. Ist das, glaube ich, sogar die gleiche Base wie die eben von... Ach, wen hatten wir denn eben? Ghostbuster, glaube ich, ne? Auf jeden Fall, ja, auch schon in der Mitte einiges. Einige Mauern auf Level 8. Was baut er denn gerade aus? Auch seinen Turm, seine Luftabwehr und da noch eine Luftabwehr. Hat er 4 Bauhütten? 1. Fällt immer so schwer, Bauhütten zu sehen. 1. 2. Wo sind die? 3. 4, genau. Ich sehe aber auch keine inaktive Bauhütte. Was baut er denn noch aus? Ach, hier. 1. 2. 3. Was baut er denn als 4. noch aus? Ich bin so blind, ohne Scheiß. Na egal, ich will jetzt auch nicht noch länger rumsuchen. Auf jeden Fall eine sehr schöne Base, wie ich finde. Rathaus Level 8 und ja, er wird auch irgendwann demnächst mal hochgehen. Aber ich denke mal, wird noch etwas dauern eigentlich, weil er muss ja auch noch die Bogenschützentürme auch noch hoch machen. Das dauert ja auch so seine Zeit. Die Kanonen müssen noch hoch, das dauert auch seine Zeit. Ja, wird alles noch ein bisschen dauern, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall. Ja, soviel also zu Fischis Base. Wir gucken mal weiter. Wenn ich jetzt einige Leute nicht besucht habe, tut mir leid, aber ihr werdet auch noch drankommen, also keine Sorge. Joni, auch schon jemand, der etwas länger bei uns im Clan drin ist und den besuchen wir jetzt mal eben. Was hat er denn hier? Oh, er hat eine Juwelenkiste. Und die gleiche Base. Alter, ihr habt alle die gleiche Base. Gibt's doch gar nicht. Ja, im Gegensatz zu Fischi etwas weniger Mauern auf Level 8, dafür schon ein paar Gebäude höher. Also man sieht es schon, die Base ist schon relativ weit. Der ist jetzt bald auf Maximum, der Turm hier oben. Ansonsten, die anderen Türme sind auch schon alle auf Maximum. Ja, zumindest schon mal 2. Der hier wird auf Maximum, der hier muss noch. Auch die Magiertürme sind schon ganz gut. Also das, was ich eben bei Ghostbusters Base gesagt habe, von der Aufteilung her, das trifft hier natürlich auch zu. Ansonsten werden noch die beiden Teslas hier upgraded auf Level 4. Der hier ist schon auf Level 4. Womit greift er denn an? Er auch eigentlich fast die gleiche Taktik wie eben. Bei Fischi auch. Mit Barbaren und Bogenschützen. Ich würde aber auf jeden Fall noch ein paar Mauerbrecher mitnehmen, ey. Sonst. Und auch das hier würde ich, habe ich ja eben schon gesagt, würde ich nicht dazu raten, das dahin zu machen. Warum? Kann man doch auch hier unten in die Ecke reinpacken noch. Dafür hier lieber noch so ein Tellereisen oder noch eine Bombe oder so. Na gut. Das war also Joni aus unserem kleinen, feinen Clan. Und wir gucken mal weiter. Wie ich ja sonst noch so hatte. Niki, der ist auch schon etwas länger drin. Der gute Niki. Endlich mal eine Base, die nicht so aussieht wie die eben. Rathaus steht da unten. Ah, sogar noch ein Weihnachtsbaum. Wunderbar. Ansonsten, ja, die Base hatte ich, glaube ich, auch selber mal. Genau. Sieht doch schon ganz gut aus. Viele Mauern schon auf Level 7. Ein paar noch auf Level 6. Die müssen natürlich noch hoch. Die ist ja auch erst Level 72, also von daher geht es dann noch. Du musst natürlich noch ein paar Sachen upgraden, aber ansonsten läuft das doch schon. Was hat er denn hier? Er greift an mit Riesen, mit Bogenschützen, Goblins und Mauerbrechern. Ja, meine Taktik so ziemlich, die ich auch immer benutze, die Lazy Farming, ne? Und ja, soweit alles ganz gut geschützt. Kann ich eigentlich nichts dran aussetzen. Hier alles schön. Hier deckt auch die 3 Stück ab. Hier auch das gleiche Schauspiel und ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich noch großartig sagen soll zu Niki 101002. Okay, einen machen wir noch. Tut mir leid, wenn ich jetzt wirklich nicht alle dran nehme. Wir nehmen jetzt mal einen von oben. Ich weiß nicht, ob ich Lampre schon hatte. Ich weiß es nicht, aber wir nehmen ihn einfach mal. Wir nehmen ihn einfach mal. Ja, er ist natürlich jetzt schon etwas weiter, allerdings muss ich sagen, vielleicht auch ein bisschen zu früh hochgegangen, aber mit Level 78... Alter Schwede, schon ganz schön viel gemacht hier, ne? Mann, ey. Schon einige Mauern auf Level 8. Die anderen müssen natürlich noch nachgezogen werden. Truppen hat er schon hier, die Bogenschützen und ein paar Barren hat er schon auf Level 6. Kanonen sind für Rathaus 8 maximiert, genauso wie die Minenwerfer und die Magiertürme. Ja, Teslas, was hat er denn hier? Was hat er denn?
Der ist auf Level 2, natürlich noch nicht ganz so hoch. Hier das gleiche Schauspiel, der ist auch erst auf Level 2. Okay, die hat er vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Ja, ansonsten finde ich die Base eigentlich schon ganz cool. Ist nur die Frage, ja gut, du hast hier noch zwei Mauerstücke übrig. Müsste man noch überlegen, ob man damit noch irgendwas machen kann. Ansonsten, ja, hier oben die Bogenschützenkönige schon auf Level 5. Hier den Barbarenkönig auf Level 8. Und in der Mitte die Klarenburg deckt natürlich auch ganz gut was ab. Genauso natürlich wie die X-Bögen, die decken auch recht viel ab. Den gradest du gerade ab auf Level 6. Na gut. Ja, würde ich sagen. Oh, und prall gefüllt. Warte mal, Level 11, ja. Ist doch schon einiges drin an Gold. Weiß ich nicht genau, was du damit machen willst, aber okay. So viel also zu Lampres Base. Ja, würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich werde das bald auf jeden Fall nochmal machen, Freunde. Also, wenn ihr jetzt nicht drangekommen seid, keine Sorge. Es kommen auch bald nochmal neue Besuche dran. Wenn ihr euch da bewerben wollt, könnt ihr das unter diesem Video machen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Samstag. Bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch. Tschüssi.